Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. Ja, hallo, willkommen zurück. Da ich ja vor dem Problem stehe, wie schaffe ich den Spagat, hier einerseits die speziellen neuen Funktionen von KiCad zu erklären, andererseits euch aber auch und insbesondere den Einsteigern schnell zu Erfolg zu führen, habe ich mich entschlossen, jetzt erstmal beim Platinen-Editor zuerst die Platine zu zeichnen und euch dann hier in diese speziellen Einstellungen und in die weiteren Menüs einzuführen. Das hat einfach den Hintergrund, so ist zumindest jetzt mal mein Gedanke an der ganzen Geschichte, dass ich vermeide, hier langweilig zu werden, weil wenn ich euch noch in den nächsten drei Videos hier sämtliche Menüs erkläre, dann steigt mir hier sicher der eine oder andere aus. Und deswegen habe ich mich jetzt einfach mal entschlossen, wir zeichnen jetzt mal die Platine und dann mache ich da oben mit den Einstellungen weiter. Und ich denke mal, wir haben bisher schon genug Wissen, um jetzt eine Platine zu zeichnen zu können. Wir haben hier die linke Werkzeugleiste, die rechte Werkzeugleiste und hier die entsprechenden Layer. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Schauen wir mal, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich das anders machen soll, dann tue ich das natürlich. Um jetzt also unsere Platine zu erstellen, brauchen wir als erstes mal einen sogenannten Edge Cut, einen Platinenumriss. Denn dieses Blatt hier ist ja kein Platinenumriss, sondern wir benötigen also einen Edge Cut. Wir wählen jetzt hier unser Layer aus, und zwar in dem Fall das Layer Edge Cut. Ich klicke jetzt hier nochmal drauf. Ich habe das bewusst jetzt mal hier unten hingeklickt. Wir sehen immer, das aktive Layer ist ja hier das Dreieck. Ich gehe jetzt also hier auf das Layer Edge Cuts und wenn dieses Dreieck davor auftaucht, kann ich also jetzt hier meine Umrandung zeichnen und ich nehme jetzt hier gleich die Funktion Rechteck. Früher musste man das hier mit der Linie machen oder mit Kreisbogen. Ich mache jetzt hier mal eine ganz einfache rechteckige Platine. Ich gehe hier hinein und ziehe das auf. Wir sehen, ich kann jetzt hier ein Rechteck zeichnen. Solange ich jetzt nicht den zweiten Mausklick links mache, kann ich hier rechts drauf gehen und sagen, ich möchte die horizontale, vertikale beschränken. Und dann sehen wir, springt das sofort und wir haben jetzt automatisch ein Quadrat. Ihr seht unten rechts, dass jetzt die X- und Y-Länge gleich laufen. Und das heißt, wir haben sofort eine quadratische Platine. So, ich mache die jetzt mal hier so ein bisschen auf 60 mm. Wir sehen auch, dass ich das nicht ganz genau hinkriege, denn dieses KiCad, so nochmal links klicken, hoppala, jetzt hat es noch nicht geklappt. Kleiner Fehler, so, also einmal sauber links geklickt, mit Rechtsklick abbrechen, beenden wir das Werkzeug. Wir sehen, ich kann also jetzt hier nicht ganz genau und exakt 60 mm einstellen. Auch das Zeichnen und exakte Positionieren von zum Beispiel Bohrungen, es müssten ja jetzt hier auch noch Bohrlöcher angebracht werden, zum Beispiel für Montage, also für Mounting Holes. Das ist jetzt hier so nicht so einfach, da die Zeichenfunktionen von KiCad recht eingeschränkt sind. Es reicht halt für die Grundelemente, denn KiCad ist ja kein CAD-Programm für die Leiterplattenumrisse, sondern eben hier zum Layout erstellen. Wie wir jetzt hier genaue Layouts reinbekommen, die auch wirklich exakt sind und mit Bohrlöchern versehen sind, das zeige ich euch dann in einem anderen Video. So, und jetzt kann ich natürlich hier beginnen zu meine Bauteile zu positionieren. Ich wähle hier zuerst mal meinen großen mein Arduino-Schalt an und ich setze das jetzt hier mal einigermaßen sauber in die Fläche ab. Und wir sehen, wenn ich jetzt hier ein bisschen weiter reinzoome, ich kann das jetzt hier nochmal anwählen mit der Taste M auf Bewegen gehen und setze das hier sauber auf diese Linie ab. Bitte nicht drüber gehen, sonst könnte es dann Probleme geben mit dem ERC-Check. Und wir sehen jetzt hier verschiedene Netzlinien. Und ich möchte jetzt einfach mal mit dem ersten Netz, mit der Positionierung anfangen. Und ich kann jetzt so arbeiten, wie ich das früher getan habe. Ich gehe einfach hierher. Ich nehme jetzt hier schon mal diese drei Widerstände. Die liegen jetzt hier auch schon mal relativ sauber und korrekt da. Und gehen jetzt hier an den drei Netzlinien hier unten
an den Arduino. Ich drücke die Taste M, nachdem ich markiert habe, und ziehe die jetzt hier unten heran. Ich versuche dabei bei der Positionierung von Bauelementen, das gilt jetzt für die Einsteiger natürlich, hier erstmal so wenig wie möglich Kreuzungen hier reinzumachen. Wir sehen also, die sind jetzt hier von den Pins vom Arduino an diese SMD-Widerstände, ist jetzt hier eine gerade Verbindung. Wir sehen jetzt, dass die hier auch diese Widerstände nicht sauber korrekt senkrecht liegen. Dazu gibt es die folgende Funktion. Ich gehe einfach mal hier drauf, markiere meine drei Elemente und sage jetzt über das Kontextmenü, also Rechtsklick, Ausrichtung. Und jetzt habe ich hier verschiedene Möglichkeiten, nach links auszurichten, nach rechts auszurichten. Ich sage jetzt mal nach rechts ausrichten. Es wird immer der letzt angewählte als Bezugspunkt genommen. Und müsste jetzt, dadurch, dass ich alle ausgewählt habe, muss ich jetzt sehen, wie sich KiCad verhält. Schauen wir mal, ich mache das jetzt mal auf rechts ausrichten. Gut, also es wurde jetzt hier der R4 genommen. Notfalls kann man es ja über rückgängig wieder zurück machen. Und wir sehen, also ich habe jetzt nach rechts ausgerichtet. Und wenn ich jetzt hier ich klicke mal hier ins Leerfeld und ich schalte auch mal, damit ihr das besser seht, die Netzlinien aus. Wenn ich jetzt hier mein fadenfüllendes Kreuz hier dran halte, mein Cursor, dann seht ihr also, dass ich hier wirklich ich bin zwar hier nicht genau auf der Linie von den Außenlinie von den Widerständen, aber ihr seht, der Abstand hier, ist dieser kleine Abstand zwischen den Linien, der ist jetzt hier nach unten immer gleich. Und wir sehen es jetzt auch vielleicht, wenn ich hier richtig weit reinzoome, dass hier wirklich diese Kanten alle sauber exakt nach unten positioniert sind. So sieht eine schöne, sauber positionierte Platine aus. Und ich kann jetzt hier nochmal diese Elemente anwählen. Ich mache nochmal hier einen Rechtsklick drauf und da haben wir jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Ja? Also links ausrichten, horizontal, mittig, rechts ausrichten, oben, unten, mittig und so weiter. Ich kann auch horizontal und vertikal verteilen. Was bedeutet das? Horizontal und vertikal verteilen. Ich kann also jetzt zum Beispiel hergehen, positioniere hier ein Element auf der linken Ecke, positioniere ein Element auf der rechten Ecke, richte die meinetwegen beide nach unten aus und um jetzt ganz sicher zu gehen, würde ich diese Bauelemente dann auch hier über den über das Schloss sperren, positioniere dann weitere Bauelemente zwischen diesen beiden einfach irgendwie hin, markiere dann anschließend alle und sage horizontal verteilen, dann werden die hier alle über die gesamte Länge, also Breite in dem Fall oder Länge hier nach oben, gleichmäßig im gleichen Abstand verteilt. Auch das ist eine Funktion, die sich wirklich gut macht. Zum Beispiel, wenn ich mehrere Konnektoren habe von ein und derselben Sorte, nehmen wir zum Beispiel als Beispiel so SMA-Konnektoren. Ja, wenn ich da jetzt 5 Stück habe, dann kann ich also einen hier oben, einen unten, die anderen 3 in die Mitte und die werden dann also hier über die ganze Länge dann gleich verteilt, habe ich dann immer den gleichen Abstand und das sieht dann auch sauber aus fürs Auge und auch fürs Antlem macht sich das dann eigentlich ganz gut, denn ich habe da zu jedem denselben Abstand. Gut, so, ich schalte meine Netzlinien wieder ein. Jetzt möchte ich euch die nächste Funktion zeigen, wie wir hier etwas positionieren, indem ich euch jetzt hier mal zeige, wie man Netze markiert. Das heißt, ich gehe mal hier drauf. Ja. Ich mache das jetzt hier mal rot, dieses Netz, und zwar hier das Netz frei. Dann mache ich mal rot, dann mache ich hier das nächste Netz mal grün, das ist jetzt hier PDT, Doppelklick, FSK, das sind also meine Signalleitungen, mache ich hier mal Cyan und die CW-Leitung nehme ich jetzt mal hier in dieses Gelb. Ich muss kurz mal hier anklicken, aktualisieren. Wir sehen, das ist noch nicht, wird nicht übernommen. Das funktioniert in KiCad 6 jetzt hier so noch nicht sauber auf den ersten Blick. Die Aktualisierung, ich denke, das ist noch ein kleiner Bug. Schauen wir mal, wenn ich das jetzt hier anwähle. Na, vielleicht nochmal mit ein- und ausschalten. Ne? Wir sehen, dass es funktioniert jetzt also so noch nicht, dass die Farben übernommen werden. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ihr seht auf alle Fälle, dass ich jetzt doch
Fehler von mir. Die Farben werden übernommen. Das sind hier schon unsere drei positionierten Widerstände. Okay, wir streichen das Ganze. Ich gehe jetzt also hier nochmal drauf. Ja, gut. So what? Das war jetzt, ja. Dann muss man jetzt mal was anderes. Ich werde mal ein anderes Netz markieren, dass wir jetzt hier sehen, dass ich auch mit Farben sauber schön positionieren kann. So. Ja, shit happens. Okay, also wir nehmen jetzt mal hier vier andere Netze. Nehmen wir jetzt hier mal das Paddle. Machen wir das hier nochmal in Magenta. Und vielleicht hier nochmal das CV. So, jetzt sehen wir hier auch, hurra, hurra, verschiedene Farbcodes. Und ich kann jetzt also hier zum Beispiel meinen Kondensator schon mal hier herlegen. Ich sehe auch, dass der Connector hier zusammengehört. Und diese beiden Bauelemente, die ziehen wir uns jetzt schon mal hier runter. Ich nehme also jetzt hier dieses magentafarbene Netz. Ich schiebe jetzt hier immer mit der Taste M, also ich wähle das Bauelement an mit Linksklick, drücke die Taste M, dann kann ich es bewegen, Move. Wir sehen jetzt hier, dass ich dann unser Bauelement mal absetze. Und wir sehen, also der Anschluss kommt hier auf dieses mittlere Pad. Und da würde ich vorschlagen, oder damit wir hier wieder sauber, Moment, jetzt muss ich mal hier den Kondensator ein bisschen rüberschieben. Ich nehme also jetzt hier meinen Connector, ziehe den hier runter. Wir sehen jetzt, das fensterfüllende Fadenkreuz liegt jetzt hier so in der Flucht zwischen dem mittleren Pad vom Connector und dem Pad hier vom Anschluss an Arduino. Und ich kann damit also hier eine gerade Verbindung ziehen, habe also keine Kreuzung in der Verbindung. Jetzt wähle ich hier meinen Kondensator, den drehe ich mit der Taste R für Rotate, drehe ich den, lege den auch mal hier so in die Flucht rein. Ja, und damit habe ich eigentlich jetzt hier schon eine Netzverbindung geschaffen, die eigentlich nur noch eine gerade Leiterbahn ist, hier vom SMD-Pad über dieses Pad vom Connector zum Arduino. Als Konstruktionsmerkmal sollte man auch immer dafür sorgen, gerade bei solchen Abblock-Kondensatoren, dass sie möglichst nah an dem Bauelement sind, was sie abblocken sollen. Das ist in dem Fall hier der Connector und beziehungsweise der Arduino, und dann ist das hier also wirklich sehr nah beieinander, und ich kann damit auch sauber meine Elemente entsprechend abblocken. So, wir sehen auch gleich hier das nächste farbige Netz. Das ist also jetzt hier unser Paddle, die andere Seitentaste vom Paddle, links beziehungsweise hier in dem Fall rechts. Ich wähle hier über das Kontextmenü das Bauelement an, Taste M, dann ziehe ich das hier runter und mache hier wieder ein Rotate. Ich empfehle, die Ground-Linien jetzt hier erstmal noch nicht so in den Vordergrund zu schicken, weil wir ja dann eine Ground-Fläche erzeugen wollen, und damit erledigt sich das in den meisten Fällen mit Ground selbst. So, jetzt markiere ich wieder beide Elemente, sage jetzt hier wieder Rechtsklick und sage, ich möchte das mal hier links ausgerichtet haben, und wir sehen, jetzt sind hier wieder beide Kondensatoren ausgerichtet. Ich schalte jetzt hier nochmal die Netzlinien aus. Wenn ich sie wieder, ich blende sie nochmal kurz ein. Wir sehen also jetzt hier gerade Leiterbahn, hier eine leicht abgewinkelte und hier auch eine gerade Leiterbahn vom SMD-Kondensator über die Konnektoren hier zum Arduino. Es ist soweit in Ordnung. Und wir machen weiter. In dem Fall jetzt hier mit dem letzten Widerstand. Ich sage mal hier Move. Wir ziehen den mal hier runter. Wir sehen, der liegt jetzt hier hinten dran. Ich muss ihn nochmal drehen mit der Taste R. Positioniere ihn jetzt einfach mal hier wieder halbwegs in der Flucht, also in der horizontalen Flucht. Ich markiere wieder zumindest entweder diese zwei oder eben hier alle Widerstände, sage Rechtsklick, Ausrichtung, wieder rechts ausrichten. Und wir sehen, jetzt sitzen alle sauber in einer senkrechten Flucht, und auch in der horizontalen hier sind alle vier
einigermaßen vernünftig positioniert. Kommen wir zu unserem nächsten Bauteil. Das ist unser Optokoppler. Den ziehe ich jetzt mal hier unten rein. Und wir sehen, dass ich jetzt hier, wenn ich den hierher setze, natürlich keinen Platz mehr habe. Ich muss also hier mit meinen ganzen Elementen etwas weiter nach rechts rücken. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist es, ich ziehe jetzt hier alles einzeln rüber an diesen Elementen. Habe natürlich das Problem, dass damit meine Bauteilpositionierungen verloren gehen. Und da hat KiCad jetzt auch mittlerweile eine sehr schöne neue Funktion. Ich schalte hier nochmal die Netzlinien aus, dass man es besser sieht. Ich markiere hier alles, also diese gesamten Bauelemente. Ich muss natürlich darauf achten, dass sie auch wirklich markiert sind. Ich mache einen Rechtsklick und ich sage jetzt, ich möchte das hier gruppieren. Ja, wir sagen jetzt hier so, wir haben eine Gruppe. Wir sehen, jetzt wird das hier alles gruppiert. Alle Elemente werden beibehalten und ich kann jetzt hier mit der Taste M diese Gruppe komplett, ohne dass ich irgendwelche Einstellungen oder Positionierungen verliere, ziehen. Ja, das ist jetzt also gruppiert und damit ist das gezogen und ich habe das jetzt hier liegen. Und ich kann jetzt hier wieder meine Gruppe betreten. Ja. Gruppe betreten, dann bin ich hier wieder in diesem Element, also über das Kontextmenü, sage jetzt hier wieder Move, ja, bin ich hier wieder drin und jetzt kann ich hier noch ein bisschen weiter reinzoomen und ich positioniere hier sauber meinen Arduino hier auf die, meinen Außenumriss von dem Arduino schalte hier sauber auf dem Edgecut ab. Mit der Gruppenlinie komme ich da zwar etwas drüber über die über den Rand, aber diese Gruppierungslinie ist nicht ganz so entscheidend wie hier die Außenlinie vom Arduino. Damit habe ich so eine Gruppe erstellt und auch sauber verschoben. Ich kann jetzt hier wieder meine Netzlinien einstellen, kann hergehen und sagen, okay, ich ziehe hier wieder meinen Optokoppler dran, positioniere den noch einigermaßen platzsparend hier nach unten. Wir sehen, ich komme da oben an dem Connector noch relativ gut vorbei. Ich lasse aber trotzdem noch etwas mehr Luft, denn unseren Connector hier, da möchte ich ja auch mal irgendwas noch anstecken, dass das dann nicht im Weg ist. Gut, dann haben wir jetzt hier noch als letztes den Connector für die für diesen Funkgeräteanschluss. Wir sehen, der ist jetzt verdreht, deshalb müssen wir ihn drehen. Und was sehen wir hier? Wir haben jetzt also diesen, wenn ich das mal ablege, wir haben also jetzt hier diesen Verdrehschutz auf der falschen Seite, dann kann ich jetzt natürlich noch versuchen zu sagen, ich möchte das spiegeln. Allerdings, wenn ich jetzt die Seite wechsle und spiegle das nach unten, dann sitzt er auf der unteren Seite. Da würde ich also vorsichtig sein. Wir lassen das jetzt mal an dieser Stelle. Ich möchte den ja nicht auf der Unterseite platzieren, sondern ich möchte den ja schon hier auf der Oberseite lassen. Notfalls müsste ich jetzt, um den hier zu drehen, wieder zurückgehen in meinen Schaltplan und hier die Anschlüsse einfach mal umdrehen, also in den, das Bauelement im Schaltplan spiegeln und hier nochmal neu einlesen. Dann könnte ich den auch rumdrehen. Das könnte man vielleicht mal tun. Ich zeige das mal. Ich gehe hier in den Schaltplan-Editor. Dann wechsle ich mal hier in meine Unterebenen und ich gehe jetzt hier auf dieses Bauelement und sage einfach die Taste X, halt, nochmal zurück, Y. So ist es richtig. Ich spiegle das Ganze, sage jetzt hier Move, klemme das hier wieder an. Habe also jetzt den kompletten Connector gedreht. Ich speichere. Ich lasse jetzt hier sicherheitshalber nochmal den EHC-Check laufen. Schaue also, dass da nichts schief läuft. Okay, das hat also geklappt. Und ich drücke jetzt einfach nochmal die F8-Taste. Wir sehen auch hier hat alles funktioniert. Wir sehen aber auch, dass es hier geändert worden ist, dass jetzt sich die Pins unterschiedlich belegt sind und ich sage jetzt hier Platine aktualisieren, gehe auf Schließen. Wir sehen jetzt sind hier wieder die Netzlinien verdreht, ist ja klar, weil alles gespiegelt ist. Ich gehe hier auf meinen Connector, sage ich drehe den jetzt mal mit der Taste R und sage wir moven den hier zurück und ich lege den jetzt hier ab und wir sehen, ich habe also jetzt hier wieder möglichst wenige Kreuzungen. Es sollte immer das Ziel sein, möglichst wenige
Leiterbahnkreuzungen zu haben, denn Leiterbahnkreuzungen bedeuten Sprünge, entweder Sprünge von einer Seite auf die Unterseite oder durch Bauelemente hindurch, beziehungsweise über Vias. Und das ist natürlich immer, naja, ich will nicht sagen schön, aber oder schlecht, aber zumindest suboptimal, ja. Sollte möglichst wenige Kreuzungen vorhanden sein. Das ist die Prämisse. So, mit der Taste M wieder hier unser letztes Element anwählen. Auch hier sehen wir, jetzt ist so eine Kreuzung drin. Ich mache da mal hier meine Drehung und ich platziere mein Element hier oben in dieser Position. Und wir sehen, ich habe jetzt hier natürlich für diese wenigen Bauelemente auch eine sehr große Platine. Das könnte ich dann jetzt hier noch anpassen. Und das Routen und Anpassen von dieser Platine, das machen wir dann im nächsten Video. Ihr könnt jetzt mal für euch eine Auswahl treffen, wie ihr was positioniert. Spielt auch ruhig mal hier mit den Farben rum. Diese Farben finde ich wirklich grandios. Das ist wirklich eine grandiose Geschichte, sich hier Netze farblich, diese Netzlinien farblich darzustellen. Ja, weil man dann einfach wirklich hergehen kann und habe da 20 Bauelemente und ich weiß da sofort, das gehört jetzt hier alles zueinander. Ja, so. Weit so gut und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.